Ja, moin, liebe Freunde der virtuellen Unterhaltung. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Valkyria Chronicles 4 mit den Experten-Scharmützeln. Also ich sage jetzt einfach mal trotzdem Complete Edition. Wir beginnen jetzt mit dem zweiten Gefecht von 6 mit dem Blitzangriff. Alle Standardziele. Oh Gott. Moment, also feindliche Ablage wird erobert, das kennen wir alles. Blitzangriff, gefrorene Ruinen, erobere das Feind. Okay. Ist also nichts Neues. Gut, wir haben Claude, der tatsächlich diesmal zu Fuß geht. Das ist schon mal erschütternd. Minerva, Nicola und Chiara. Und unten nehmen wir noch dazu Raz, Lina, Riley. Und nehmen wir mal Brittany mit. Jo. 8 Mann dürfen wir nur setzen. Keine Panzer. Oh-oh. Und so wie es aussieht, gibt es hier wohl keine Namensträchtigen mehr. Die feindlichen Pioniere planen, die behelfsmäßige Barrikade in einem Zug zu zerstören. Besiege sie so schnell wie möglich. Okay. Dann habe ich Mist gemacht. Dann habe ich jetzt eigentlich schon Mist gemacht. Aber egal, wir versuchen es trotzdem mal. Sollte es scheitern, machen wir es halt komplett nochmal. Aber wir gucken erstmal. Alle Einheiten Verteidigung. Oh weia. Keine Panzer und unsere Gegner greifen an. Okay. Eigentlich habe ich total Mist gemacht. Ich weiß, ich wiederhole mich. Sorry. Don't hold me back. Fallen! Leave it to me. Everyone, do your best out there. Federation officer, I will not fall here. Das hab ich mir gedacht, da sind nämlich Leute geschützt. Gatling Bunker, okay. Da würden wir also ohne weiteres nicht durchkommen. Please keep moving. Ja, wir bleiben in Bewegung. There. Keep firing. Vorbild Aufklärer. Jo, der ist weg. Und runter. Oh, shit. Dickes MG. Okay, ja, ich glaube, ich habe komplett falsch gesetzt. Freunde, ich würde mal vorschlagen, das machen wir nochmal. Ja, ich muss auf Aufgeben gehen. Sonst kann ich es nicht neu anfangen. Ist ja scheiße. Ist echt ein bisschen doof, dass du keinen Neuanfang-Button hast. Boot-Modus. Dann machen wir das mal so. Weil ich muss die Leute neu setzen. Ganz klarer Fall. So. Jetzt aber richtig, bitte. Also, wir setzen Lina, Riley. Setzen wir mal noch. Nee, Jascha. Nee, wir setzen mal Leonard zu. I'll give them what they deserve. So, und dann hier setzen wir die Leute an, die wir brauchen. Also Minerva, Nicola, Chiara und Raz als Wächter. Und dann sehe ich auch hier sonst zu, dass ich noch Gertrud bzw. Hannah dazu... Nee, Quatsch. Brittany hieß sie. Brittany. Genau, Brittany. Entschuldigung. So. Einsatz. So, jetzt aber richtig, bitte. Jetzt aber richtig, bitte. Ja. Ja, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Ja. Gut. Also, erstmal speichern wir natürlich mal wieder. Ne? Haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Befehle aller Einheiten Verteidigung. This is an order. All soldiers on the defensive. Keep yourselves protected.
Gott. So. Und Leonard kann sich schon mal auf den Weg nach oben machen. Der alte Scharfschütze. Er wird wahrscheinlich zwei Züge brauchen, macht aber nichts. Und irgendwo da war ein Aufklärer. Schieß mal ruhig random ins Blaue. Schade. Gleich wird er aufgedeckt. Dann ist es eben so. Ja, da ist er. Gut, dann schießen wir ihn hier halt jetzt ab. Und tschüss. Kenn deinen Platz, ja. Das sagt genau der Richtige. So. Dann haben wir unseren Scharfschützen nämlich auch mal im Einsatz, meine Damen und Herren. Das ist mal ganz gut. Trotzdem speichere ich nochmal. So. Ich hoffe mal, dass wir hier keine... Ich werde mal einen Ingenieur beordern, glaube ich. Nehmen wir André. Ja, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Ja, das habe ich mir gedacht. Das heißt, unsere Leute hier aber unten haben einen langen Weg vor sich. Und Raz ist hier eigentlich ziemlich isoliert, sehe ich gerade. Aber das macht nichts. Gut. Minerva, übernimm mal das Kommando. Schnapp dir Nicola und Chiara. Und los geht's. Ja, um den kümmert sich Rash schon. Natürlich. Oh, Minerva, du nimmst aber ordentlich Schaden. Das ist nicht gut. Scheiße. Alter. Ja, geh mal lieber in Deckung. Ich glaube, das ist besser. Alter. So, den Pionier sollen wir abschießen? Gut, dann machen wir das doch mal. Jo. Ich glaube, da wurden zwei umgenietet. Nee, doch nicht. Schade eigentlich. Gut, der ist schon mal erledigt. Ziel neutralisiert. Ja. Chiara, einmal den Scharfschützen ausschalten. Jo, und tschüss. Sehr schön. Gut, du willst nicht, dann geh in Deckung. Drei Ladies... Drei Engel für einen Aufklärer, der wird sich freuen. Oder auch nicht. Das wird sich zeigen. Ja. Wisst ihr was, dann holen wir Edi ran. Ganz einfach. Und einen Punkt spare ich mir. Genau, einen Punkt spare ich mir. Ist jetzt nicht sehr viel, ich weiß. Aber besser als gar nichts. Wir speichern. Und dann lassen wir mal sehen, was das Imperium zu bieten hat. Für Schweinkram? Oh Gott, hat der viele Punkte. Bis er da durch ist, dauert das. Bis dato hat Leonard schön gefundenes Fressen, was er abschießen kann. Und falls er es nicht schaffen sollte, haben wir ja noch einen Lina. Noch mit eingreifen kann. Ja, soll er ruhig. Schön gegen Raz. Der freut sich, hat aber was zu tun. Ja, das war dämlich. Ja, wie gesagt. Das war dämlich. Hätte er nicht machen dürfen. Oh, Minerva. Und sie trifft nicht. Warum überrascht mich das nicht? Was kommt da jetzt? Stoßtruppler. Ah, oh, Glück gehabt. Ich habe schon gedacht, scheiße, einmal Flammenwerfer und die sind weg.
Beziehungsweise sie sind nicht weg, aber geschwächt. Schön, dass Claude in Deckung geht. Das hilft uns auch ordentlich weiter. Oh, das schießt mehrmals. Oh oh. Okay. Noch einer? Auch ein Lancier, ne? Scheint so. Tja, so wie es aussieht, werde ich nächste Runde wohl den Kommandopunkt entweder Lina geben oder Claude. Claude, der sich dann Lina und Aileen schnappt. Alter, wie viele kommen von denen? Uff. Von denen einige auf Lager. Ich sehe das schon. Nicht gut. Hm. Ein Schuss noch und die Barrikade ist durch. Jo. Bist du jetzt glücklich? Schön. Dafür hat er jetzt sämtliche Punkte verbraten. Ja, feindliche Verstärkung ist aufgetaucht. Die feindlichen Pioniere planen, die behelfsmäßige Barrikade in 3 Zügen zu zerstören. Besiege sie so schnell wie möglich. 3 Züge. Okay. Gut. Einmal Claude Kommando. Schnapp dir Riley. Schnapp dir Lina. Und los geht's. Das wird unser Leonard nicht alleine schaffen. Dafür sind zu viele. So. Das war schon mal einer. Ja, alright. Ich glaube, ich lasse ihn auch mal an dem Rand hier stehen, damit er gar nicht erst auf die Idee kommt, was hochzuschicken. Ich hoffe ja, dass ihn das so auch so ein bisschen blockiert. Natürlich habe ich jetzt dadurch den Kommandopunkt verfeuert, aber so gut wie sich die Aufklärerinnen bewegen können, sollte es für sie kein Problem sein. Denn die sind ja recht gut zu Fuß unterwegs. So, Leonard, du dürftest 2 Schuss haben, genau. Einmal den da über den Haufen schießen. Wow, das hat nicht mal funktioniert. Super. Lacht das jetzt an dem Scharfschützengewehr oder lacht das jetzt einfach an ihm, dass er daneben geschossen hat? Haben wir hier gerade mal ein vergleichbares Ziel? Braucht man gerade ein vergleichbares Ziel? Nee, es lacht tatsächlich an ihm. Okay. Schön zu wissen. So, diesmal mach es bitte richtig. Danke. So, im Grunde kann der jetzt auch da stehen bleiben. Riley ist, denke ich mal, in einer guten Position. Und jetzt bringen wir noch Lina in eine gute Position, dass sie auch noch mitschießen kann. So. Damit sollte es für die schon mal erheblich schwerer sein, an die Barrikaden zu kommen. Dann werden wir auch gleich noch André losjagen, der die Leute mit Munition versorgt. Zumindest jetzt, nicht jetzt, aber in der Zukunft. Zumindest die Leute, die aktiv dabei sind, zum Beispiel Leonard, also ja Punkte sammeln. So, und Deko. Gut. Konzentrieren wir uns jetzt darauf, den Gegner in den Hintern zu treten. Beziehungsweise, ich sehe gerade, ich muss Minerva erstmal versorgen. Wie viele Punkte hast du denn? 109.
Und wir haben den Befehl nicht gewirkt. This is an order. All soldiers on the defensive. Keep yourselves protected. Hm. Peace. Nicola. I cannot die here. Schieße ihr schön in den Rücken, die Sau. Frechheit. Oh Gott, was ist denn hier los? Das reinste Elfmeterschießen hier. You're still alive? Was für ein Minenfeld hier. So, der ist weg. How exhilarating. Okay, jetzt muss ich genau aufpassen, wo hier eine Mine liegt und wo nicht. Also nicht einfach sinnlos loslaufen und passt schon. You won't escape. Don't stop now. Fight through. Ja. Geladen und entsichert. Aufklärer, Scharfschütze. Was hier alles rumrennt. Should I kill you? Watch out! Wen du killen kannst, den da. You're weak. So. Und weiter. Nicht auf die Mine, danke. Nein, du sollst auch nicht aufgeben, Minerva. Du sollst kämpfen. Incoming! Ja, ja. Zerstört dem da mal bitte die Deckung. Vielleicht aktiviert sich dann ihr Potenzial, das heilt. Auf jeden Fall haut sie den schon mal um und schmeißt ihn sogar runter. Finde ich gut. Ja. Kein Stolz von Squad F. Gut, dann hat sie eben keinen Stolz. Auch gut. Dann ist es halt so. So, einmal bei Kiara bleiben. So. Ja. Und ein Punkt, den wir noch haben, den werden wir tatsächlich nutzen, um der guten Minerva mal ein bisschen Gesundheit zu verschaffen. Und zwar unter Schiffsbefehle. Rettungstrupp. We're taking casualties. Requesting a rescue squad. Acknowledged. Hailing rescue party. Deploy at once. Dass ihr einmal kräftig Heilung kriegt. Weil wir brauchen sie noch. Dass jetzt Claude mal ausnahmsweise den Befehl hat, war ja eine Ausnahme, damit die Leute sich mal um die Verteidigung kümmern können. Der hat aber auch Punkte, ne? Mein lieber Mann. Und trotzdem schafft er es noch zu schießen. Bemerkenswert. Drei Leute und die schaffen es nicht, den Oh, nee. What? Ja, natürlich. Natürlich. Hat es sich ganz schnell anders überlegt. What? Oh, du Sau. Aber sie trifft auch. Gut, also wir brauchen gleich auf jeden Fall erstmal Rettungswagen. Da schießt er tatsächlich auf Lina, du. Was für ein Schweinehund. Oh, scheiße. Klasse. Natürlich Gegenangriff. Das ist eine Sau, du. Toll. Also muss ich einen Punkt für André verschwenden. Toll. Dankeschön, KI, du Arschloch. Das war jetzt wirklich unnötig. Klasse. Ja. Natürlich.
Das ist ein Schweinehund. Ja, und Riley trifft natürlich wieder nicht. Sein Mörser hat natürlich längst getroffen. Und zwar sofort. Ja, toll. Nee, Leute, das ist scheiße. Also, muss ich echt sagen. Also, ich habe so viele Leute da oben und keiner haut die um. Also, irgendwie haut da was nicht hin. Ja, natürlich. Klasse. Oh, du mit deinen Scheißgrenadieren, ehrlich. Mann. Oh. Ist ein schweres Gefecht. Ja, schön, ist mir egal. Trotzdem, das muss nicht sein. Das tut echt nicht nötig. Nix da. I appreciate it. Their breath gives away their position. Ja, ja. Du kriegst gleich auf die Fresse, mein Freund. Spinnst ja wohl. Ja, Kiara kann ich nur noch evakuieren. Da kann ich nichts mehr tun. Leider. Die kann ich nicht mehr retten. Nicht so. Make way! So, erstmal die Frechheit hier mal beseitigen. Also das geht ja wohl gar nicht hier. So. Den brauchen wir, glaube ich, nicht abschießen. Ich denke mal, der... Obwohl... Keine Reste, den Gegner. Schießt das Schwein ab. So. Long live the Prince! Und als nächstes stirbt das Schwein von Scharfschütze, der es gewagt hat, meine Lina umzuhauen. So. Du schießt nicht auf Lina, Freundchen. Bleiben leider nicht viele Punkte für die beiden übrig. Sind ja jetzt nur noch zwei. Aber sie müssen die Operation durchziehen. Kannst du ihn treffen? Ja. Gut. Too easy. No! Doch. Und damit die Schweinerei nicht nochmal passieren kann, kriegt dein Scharfschütze auch gleich mal eine Retourkutsche, die sich gewaschen hat. Für die Frechheit. Try paying attention. So. Didn't take much. Frechheit. Gut, drei Punkte haben wir noch übrig. Ist nicht viel, ich weiß. Und Minerva geht's auch leider nicht mehr so gut. Jo, super. Das trägt jetzt nicht wirklich dazu bei, dass es hier besser geht. Ja, Kiara wurde evakuiert. Ja, hau sie mir auch gleich noch um. Natürlich. Ey, das macht er echt gleich, ne? Gut, also muss ich erst den... Wo ist mein Panzer? Loch des Arsches. So. Rettungstrupp. Unglaublich. So. Beide werden geheilt. Kiara wird evakuiert. Unglaublich, so warst du ehrlich. Ich hätte den Stoßtruppler stattdessen mitnehmen sollen. They're right.
Ja. Was war das denn gerade? Ich stelle allgemein fest, dass die Panzerung wirklich von Minerva erschreckend schlecht ist. Oh Gott! Ja, also hier brauchen wir definitiv einen Stoßtruppler. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Uff. Ich hätte einen Stoßtruppler mitnehmen müssen. Scheiße. Jo! Super. Klasse. So beende ich auch bestimmt meine Phase hier. Unfassbar, ehrlich. Scheiß KI. Echt. Ich hasse die KI. Das kann echt nicht wahr sein, ne? Alles kriegt sie in den Arsch geschoben, die KI. Zum Kotzen ist das. Ich bin echt erschüttert, wie schlecht Minerva gepanzert ist. Dass sie so leicht umgehauen werden kann. Echt, es ist echt erschütternd, wie leicht sie umgehauen werden kann. Der tut noch. Ja. Bleib mal hier stehen. Ja. Ja. Das MG kann man ruhig schon mal ausschalten. Natürlich sind da wieder ein paar Minen im Weg. Aber was lernen wir daraus? Nehmt beim nächsten Mal um Himmels Willen einen Stoßtruppler mit. Gut. Dann muss Kiara nächstes Mal zu Hause bleiben. Sollten wir die Karte nochmal machen. Und das sieht momentan leider sehr danach aus. Dann muss Kiara nächstes Mal zu Hause bleiben. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt kommen die nämlich. Okay, ich gehe wieder. Das ist gut. Oh, setzt es ein Pionier? Nee, sein Scharfschützen. Die Entdeckung! Okay, das war schlecht. Dafür ist er im Eimer. Okay. Ist okay. Akzeptiere ich. Gutes Mädchen. Oh, das hat ihn gut einen mitgegeben. Er schießt auch nie daneben, ne? Er trifft immer. Klar, ist ein riesiges Ziel, aber trotzdem. Er trifft überraschenderweise immer. Komisch ist das. Du kannst noch so viele Leute da haben, ne? Es bringt einfach gar nichts. Unglaublich. Toll. Nicht zu fassen, nur ehrlich. Ja! Riley hat mal getroffen. Ihr erster Treffer. Wahnsinn. Feindliche Verstärkung ist aufgetaucht. Behelfsmäßige Barrikade in einer Runde zu zerstören. Jo, Subi.
Ja, schön, ne? Subi. Klasse. Ich guck gerade so ein bisschen aus der Röhre, Freunde. So ein bisschen gucke ich aus der Röhre. Ist das denn noch A? Es ist noch A, ja. Ja, genau. Ich zerbombe meine eigenen Leute. Na klar. Nee, nee, das kann ich nicht machen. Nee, 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 das kann ich nicht machen. Was ich aber auf jeden Fall machen kann, ist, den Befehl für alle Einheiten zu geben. Und wisst ihr, was ich noch machen kann? Den Part gleich beenden. Das werde ich nämlich auch tun, aber vorher... Notfallverstärkung Chimeria. Hier muss die Basis halten, gegebenenfalls. Okay, Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen und wenn ihr mögt, würde ich mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen zu einer neuen Folge von Valkyria Chronicles 4 in der Complete Edition. Ich sage nun einfach, euer Lars sagt ciao, auf bald, bis bald und tschüss und vor allem bleibt mir gewogen, bleibt oder werdet gesund und bis dahin, ciao, ciao.